Hallo und herzlich willkommen bei Insert Coin Nummer 595. Wir nähern uns der Nummer 600, was keinen Unterschied macht, weil wir werden keine Special-Sendung machen oder so. Aber trotzdem schön, dass ihr wieder da seid bei meiner kleinen Sendung, wo sich alles um das Thema Videospiele dreht. Ja, auch diese Woche gibt es wieder ein Filetstück der Woche und das ist EDF. EDF, World Brothers, ein Spin-Off aus dem Hause EDF. Dann habe ich einen First Look für euch vom Pirmin und zwar Sherlock Holmes Chapter 1, der Detektiv ist wieder unterwegs. Und dann gibt es was aus der Rubrik Weird, aber geil, die wir bis jetzt erst einmal in der Sendung hatten. Und zwar dreht sich da diese Rubrik um zwei Spiele, einmal um Graven und Stoneflower. Und da habe ich so ein bisschen gemogelt, denn eigentlich ist es mehr so ein First Look, aber ich wollte nicht zwei First Looks in der Sendung haben hier mit Sherlock Holmes. Und da eines dieser Spiele, Stoneflower, so ein bisschen komisch ist, habe ich gesagt, es geht schon in die Kategorie Weird, aber geil. Ne? Ich bin so ein kleiner Mogler. So ein kleiner Mogler. Mogli nennt man mich auch. Okay, keiner nennt mich Mogli, aber hat gerade so gut gepasst. Ne? Okay, kommen wir jetzt aber zu den Nachrichten, denn ich sehe auf meinem Zettel, der ist vollgeschrieben, vorne und hinten gibt es einiges, über das ich zu sprechen habe und manches davon hat mit Crytek zu tun, mit Sony und mit Biomutant. Mhm. In den 1990ern war es so, dass wenn man an Spiele aus Deutschland gedacht hat, dann hatten die meist irgendwie einen Wuselfaktor oder ellenlange Wirtschaftszweige und waren halt eher dröge Excel-Tabellen. Nun, im Jahr 2004 hat sich das so ein bisschen geändert. Dann hat Crytek nämlich Far Cry rausgehauen, ein AAA-Ego-Shooter mit einem enorm geilen Tropic-Setting und eben Inselflair. Und vor allen Dingen geiler Grafik. Nun, aus Far Cry wurde dann Crysis, beziehungsweise Crytek hat als nächstes dann Crysis gemacht. Und da kam ja vor kurzem ein Remaster raus von Teil 1. Aber wer sich dachte so, ich will aber nicht nur Teil 1, sondern Teil 2 und 3 auch, der darf sich jetzt freuen. Denn es wurde die Crysis Remastered Trilogie angekündigt, die in Zusammenarbeit mit Saber Interactive entsteht. Jetzt gibt es auch schon einen Teaser-Trailer dazu. Da wird es dann natürlich wieder so sein, dass man mit dem Nanosuit gegen Aliens kämpft und das Ganze wird dann im Herbst erscheinen für Switch, PlayStation 4, Xbox One und den PC und läuft dann aber auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X und S. Ich war nie so ein riesengroßer Crysis-Fan, finde die Serie durchaus gut, aber hat mich nie so ganz so geflasht. Ich würde mir tatsächlich gerne mal wünschen, dass Crytek wieder einen anderen großen Ego-Shooter macht. Was Neues in dem Genre würde mich schon freuen, ne? Also, dass sie Crysis hinter sich lassen und was anderes Großes machen mit einer schönen Singleplayer-Kampagne. Aber irgendwie, Crytek kommt auch nicht mehr so richtig auf einen grünen Zweig. Haben halt da mal was probiert mit VR, mit Free-to-Play und so weiter und so fort. Aber so richtig stattfinden, ne? Auch die Cry-Engine, ja, wird bei ein paar Spielen eingesetzt, aber so viel sieht man da nicht. Naja, vielleicht ist ja diese Crysis-Trilogie Remastered dann eben ein Auftakt, um dann wieder neues Geld zu scheffeln und dann eventuell neue Produkte machen. Wird sich zeigen müssen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen und auch den Jungs von Crytek, dass da mal wieder was kommt, wo man sagt so, boah, geil, ey. Letzte Woche gab es ja Gameplay-Material von Horizon Forbidden West, also Horizon Zero Dawn Teil 2, das ja dann an der Westküste der Vereinigten Staaten spielt. Und eigentlich wollte ich dazu eine große Analyse machen, die dieses ganze Gameplay analysiert und so ein bisschen auf Details eingeht. Aber wir sind diese Woche sehr, sehr unterbesetzt wegen dem Feiertag, der jetzt hier am Donnerstag war. Was war das eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was für ein Feiertag es war. Egal. I see Feiertag, I like. Und jetzt wollte ich aber dennoch so ein bisschen drauf eingehen. Das Ganze spielt, wie man gesehen hat, in San Francisco, weil findige Augen haben zum Beispiel die Lombard Street erkannt. Das ist eine ganz berühmte Straße in San Francisco, die sich so runterschlängelt. Und die kann man auch in diesem Gameplay-Material erkennen. Da fließt dann so ein Bach runter. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Aloy ist natürlich zurück und kämpft wieder gegen jede Menge Mechasaurier. Es gibt neue Arten der Bewegung im Spiel, wie ein Segel, das man nutzen kann, um dann eben ja, Abgründe zu überbrücken. Man hat sehr viel Greifhaken-Aktion gesehen. Aber auch etwas, was mich so ein bisschen gestört hat. Also das mit dem Segel, da musste ich natürlich gleich an Breath of the Wild denken. Und woran ich dann auch wieder denken musste, war halt, dann hat man auch so eine Szene gesehen, wo sie so Säulen hochklettert. Und dann sind da wieder diese gelben Markierungen, um genau zu markieren. Hier kann man eben klettern als Spieler. Das finde ich wieder so ein bisschen schade, weil genau diese ganzen Kletterpassagen, das war auch schon bei Uncharted so, die sind immer relativ anspruchslos. Und ich werde da immer so ein bisschen rausgerissen. Das war beim ersten Teil auch so.
wenn ich dann sehe, genau da musst du klettern, aber überall anders kannst du nicht klettern, obwohl du in der Wildnis groß geworden bist, nur da kannst du klettern. Aber das ist nur so eine kleine Mopperei, ne? Nimmt es jetzt nicht zu wild hier. Dann hat man natürlich auch sehr viel von der Unterwasserwelt gesehen, die ein großes Feature des Spiels wird, und das Wasser sieht auch viel, viel besser aus als beim Vorgänger, vor allen Dingen auch, wenn man dann da unter Wasser ist. Was ich so ein bisschen komisch fand, war, als sie unter Wasser war, dass sie dann immer noch gesprochen hat. Da hat sie immer noch irgendwelche Kommentare von sich gegeben. Das fand ich so ein bisschen komisch. Und ich frage mich natürlich, wie wird das Ganze auf der PlayStation 4 aussehen? Denn das, was man da gesehen hat, war die PlayStation 5-Version. Und ja, ich fand, das sah hübsch aus. Es hat mich aber auch nicht komplett vom Hocker gerissen. Es muss ja immerhin auch noch auf der PlayStation 4 laufen. Das werden sie sicherlich an den Details ein bisschen runterdrehen. Und es wird keine 4K-Auflösung haben. Es wird dann wahrscheinlich mit dynamischen 1080p laufen, mit 30 Frames die Sekunde. Ich denke mal, da werden sie viel Ressourcen schonen können, indem sie das so machen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie das Ganze aussieht. Und ich fand es okay, was man gesehen hat. Es war more of the same, ein bisschen hübscher. Aber es hat mich nicht komplett umgehauen, aber ich möchte noch ein paar Reaktionen vorlesen, die ich bei Twitter zugeschickt bekommen habe, als ich danach gefragt habe. Zum einen Ciferinio, der sagt, fand ich gut, sinnvolle Gameplay-Neuerungen, die Spaß machen können, neue Gegnertypen, netter Story-Einstieg, hat nun kein Wow, das ist aber jetzt Next-Gen-Feeling versprüht, aber freue mich drauf. Hab jetzt aber auch nicht auf die Grafikdetails geachtet, sagt zumindest Ciferinio. Dann haben wir den Spalter 2K, der sagt, positiv Aloy, beste. Das war es aber auch. Wirkt ansonsten wie yet another open world game, weiß nicht, was ich erwartet habe, bin schmerzhaft underwhelmed. Der Monster MJ wiederum sagt, absolut grandios, ey, hat dann noch ein Herzaugen-Smiley gepostet und ein GIF, wie geklatscht wird. Und dann noch ein paar andere Kommentare, die ich so gelesen habe, die so mehr so Richtung gehen, so, ja, sieht gut aus, aber sieht halt wie more of the same aus, was ja auch normal ist bei dem zweiten Teil. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes. Und wenn man Teil 1 mochte, denke ich, kann man sich sehr auf diesen Teil freuen. Ich finde einfach geil diese Panoramen, die man da sieht. Ne? Und wenn ich mir dann vorstelle, das ist eine große offene Welt und ich sehe da hinten eben diese Golden Gate Bridge, die so leicht im Nebel ist und wirklich den vermittelt, als wäre das riesengroß, diese Areal und ewig weit weg, und dann komme ich da selber hin, das stelle ich mir schon ziemlich cool vor. Bin echt gespannt, wie das Ganze wird, und ja, wann es rauskommt, es ist ja noch nicht genau gesagt worden, wann, aber geplant war eigentlich 2021. Hoffen wir einfach mal, dass sich das nicht verschiebt. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was zu Biomutant besprechen. Ich hatte erst vor kurzem in der Sendung einen Beitrag zu Biomutant, und da ging es um die Probleme von Biomutant. Und bevor dieser Beitrag rauskam, hat dann Twitter-Nutzer Micha eine kleine Diskussion mit mir gestartet und war so ein bisschen sauer darüber, weil er hat gesagt halt, ne, jetzt schon wieder ein Verriss zu diesem Spiel, an dem gerade mal 20 Mann saßen. Wobei ich sagen muss, ich habe das Spiel nicht verrissen. Ich habe Probleme aufgeweist, die das Spiel offensichtlich hat. Und wenn man sich den Wertungsschnitt bei Metacritic anschaut, dann ist es mit 67 Punkten ja auch nicht wirklich verrissen worden. Das ist meines Erachtens eine durchaus sehr angebrachte Wertung. Vor allen Dingen, wenn man immer sagt, das Wertungsspektrum soll genutzt werden, dass es einzelne Ausschläge nach unten und nach oben gibt, das ist ganz normal. Aber 67 ist eigentlich, finde ich, ganz in Ordnung. Das ist kein Verriss. Woran ich mich aber mehr störe, ist dieser Zusatz mit diesen 20 Mann. Er hat dann eben konkretisiert, dass ein 20-Mann-Team mit wenig Geld dahinter steckt. Und dass man so ein Spiel dann nicht mit anderen Spielen messen kann. Zum Beispiel mit einem Witcher oder mit einem Horizon Zero Dawn. Also mit anderen großen Spielen darf man das nicht messen bzw. verglichen werden. Und da frage ich, wieso nicht? Das verstehe ich nicht, denn egal ob Witcher, Horizon Zero Dawn oder Biomutant, die Spiele sind in der gleichen Preisklasse. Heißt, man muss dafür ca. 60 Euro hinblättern. Und natürlich werden sie dadurch auch vergleichbar, vor allen Dingen, weil es halt dann auch Open-World-Spiele sind. Natürlich ist Witcher ein Rollenspiel, Horizon Zero Dawn, ja, ein bisschen mehr Action, wobei schon auch ähnlich, ne? Und sie sind dadurch vergleichbar, weil Geld eine begrenzte Ressource ist. Wenn jemand im Laden steht und er möchte ein Open-World-Spiel und er steht vor Open-World-Spiel A, B und C, dann muss er sich entscheiden, welches er mitnimmt, eben weil er nicht unendlich Geld hat. Und was ändert dann die Anzahl der Leute daran, ob das Spiel gut ist? Oder was hat das damit zu tun, ob ich mich für ein Spiel entscheide? Das verstehe ich halt nicht. Muss man das dann kennzeichnen bei Spielen? Oder wie läuft das ab? Denkt man sich dann, hey, hier waren nur 20 Leute am Werk, kostet aber auch 60 Euro, aber ich darf deshalb nicht zu viel erwarten?
Also das verstehe ich einfach nicht. Muss man Spiele kennzeichnen, weil nur 20 Leute dran waren? Oder muss man dann sagen, hier an einem GTA, da waren mehr als 500 Leute am Werk oder bei einem Assassin's Creed? Oder anders, muss man dann Spiele, bei denen eben viele Leute am Werk waren, abstrafen, weil so viele Leute am Werk waren? Und wird ein Feature, das nicht gut umgesetzt ist, besser, nur weil weniger Leute dran waren oder weil man das weiß? Eigentlich nicht, weil ich finde, der Spielspaß, der wird nicht dadurch beeinflusst, indem ich weiß, wie viele Leute dran waren. Ich kann mir dann vielleicht ein bisschen was rechtfertigen, aber wenn ein Spiel nicht gut ist oder wenn ein Spiel bestimmte Features hat, die nicht gut funktionieren, dann ändert auch das Wissen mit der Anzahl der Leute nichts. Und viel eher sollte man vielleicht sagen so, ja, aber 20 Leute sollten doch wissen, dass sie nicht ein Open-World-Spiel stemmen können, dass alle Features der Welt ineinander vereint. Das ist ja schon mal von der Umsetzung oder von der Grundidee ein bisschen zu weit übers Ziel geschossen. Und das ist einfach auch das, was viele Tests bei Biomutant sagen. Es wird übers Ziel geschossen, sie haben einfach zu viel probiert. Und das sieht man auch. Es gibt gute Ideen in dem Spiel. Das Crafting ist sehr, sehr cool umgesetzt mit den Waffen, wie man dann die eben individuell gestalten und weiterentwickeln kann. Aber es gibt dann über andere Sachen, meines Erachtens wie zum Beispiel der Kampf, der einfach fad ist und einfach nicht so viel Spaß macht. Jetzt haben aber zum Glück die Entwickler gesagt, sie arbeiten an einem riesengroßen Patch, der soll einiges verbessern. Eventuell schaue ich mir das Spiel dann nochmal an. Aber nur weil weniger Leute dran arbeiten, finde ich, heißt das nicht, dass man da irgendwie einen Mitleidsbonus bekommt. Genauso wie es jetzt nicht einen Malus gibt, nur weil viele Leute an einem Spiel gearbeitet werden. Wenn Spiele ähnliche Preisklasse sind und in einer ähnlichen Kategorie zueinander stehen, dann sind sie durchaus vergleichbar und müssen sich meines Erachtens auch vergleichen lassen. Die Earth Defense Force ist wieder zurück, dieses Mal in POG-Form. Ja, nee, das stimmt nicht so ganz, dieses Mal eher in Voxel-Form, denn Earth Defense Force World Brothers ist das Filetstück der Woche und das präsentiert sich dieses Mal mit einem bisschen anderen Grafikanstrich. Ich möchte gar nicht zu viel darüber reden, wir schauen uns jetzt gleich den Beitrag an, denn neben dem Grafikanstrich muss man einfach sagen, es ist sonst relativ viel beim Alten geblieben und das ist auch gut so. Die Earth Defense Force ist wieder zurück. Aber seien wir mal ehrlich, war die EDF jemals weg? Seitdem sich die B-Movie Monster Hearts zu einem gar nicht mehr so geheimen Geheimtipp gemausert hat, wird man regelmäßig mit neuen Ablegern beglückt. Ab und an wird an der Grundformel des gigantischen Ameisen-, Spinnen- und Roboterkillens ein bisschen was verändert, je nachdem wer das Spiel entwickelt hat, aber Spaß kann man grundsätzlich immer mit der Serie haben, auch ganz unironisch. Dieses Mal darf wieder das japanische Studio Yuke's ran, das bereits 2019 Earth Defense Force Iron Rain auf den Markt brachte. Statt realistisch angehauchter Grafik gibt es dieses Mal aber Voxeloptik. Doch ist dieses Spin-off dennoch ein würdiges EDF-Spiel? Erde ist eine Sphäre. Das weiß eigentlich jeder, bis auf ein paar fehlgeleitete Flacherdler. Aber stimmt das wirklich? Zumindest bei EDF World Brothers nicht, denn da ist die Erde, passend zum Voxel-Look, ein Kubus. Doch nicht lange, denn Außerirdische des fiesen Oberbösewichts Dark Tyrant greifen uns an und sprengen den Würfel kurzerhand in die Luft, sodass nur noch diverse Teile durchs All schweben. Also im Endeffekt hat die Menschheit schon ordentlich auf die Mütze bekommen und verloren. Das Spiel ist mit dem Intro also schon vorbei? Natürlich nicht, denn die EDF gibt niemals auf. Und so tut sich eine kleine Gruppe internationaler Soldaten zusammen, um das zu retten, was noch zu retten ist. A whole bunch of giant creatures are heading this way. Well, shucks, guess I'm up. Das heißt natürlich, dass wir auf alles ballern, was sich bewegt. Egal welche Insektenart oder Roboter, alles trachtet nach unserem Leben. Zerlegt ihr dabei eine ganze Stadt, ist das vollkommen egal und eben auch Teil des Spaßes. Das ist EDF, wie man es liebt und kennt. Die größte Neuerung abseits der Optik ist aber das Feature der spielbaren Figuren. Ihr zieht immer als Team in die nächste Mission, die auf einer begrenzten, aber nicht zu kleinen Map stattfindet. Bis zu 4 Leute dürft ihr in die Schlacht mitnehmen und dann jederzeit zwischen diesen Figuren wechseln. Das macht deshalb Sinn, weil jede Figur nur eine Waffe mit sich nehmen kann. Aber auch deshalb, weil jeder Charakter andere Spezialfähigkeiten hat, die sich durch das Erledigen von Gegnern aufladen. Hier wird vor allem der Zusatz World Brothers zur Griff in die Stereotypenkiste. Try this for size. Yeah, for technology. Ouch.
Innerhalb der Missionen ist es dann möglich, an bestimmten Stellen auf der Karte neue Teammitglieder zu finden. Und diese könnten klischeehafter nicht sein. Da ist zum Beispiel die holländische Tulip Sister, die in der passenden Tracht daherkommt und deren Spezialfähigkeit eine Windmühle ist, die dann wie ein Geschütz von alleine kurzzeitig auf alle Gegner Wind ballert. Oder der Mexikaner, der natürlich mit Sombrero auf dem Kopf immer wieder stereotype Sprüche loslässt. Der Ami ist ein Cowboy mit Slang und der Engländer ein königlicher Gardist der Queen. Dementsprechend wird auch an berühmten Orten der Welt gekämpft, wie zum Beispiel Paris oder auch bei den Pyramiden in Ägypten. I'm armed with a genie and a magic carpet. Hey, hands off! They're delicate. Anfangs können diese Figuren nur einen bestimmten Waffentyp nutzen. Später findet man dann wiederum bessere Versionen der Teammitglieder, die dann auch weitere Waffentypen einsetzen können. Außerdem gibt's noch zusätzliche Accessoires, die wie kleine Perks sind, die ihr euren Figuren zuteilen könnt, wenn ihr sie mal freigeschaltet habt. Auch Fahrzeuge findet ihr auf den Karten und könnt dann Gegner von diesen aus platt machen. So wie man das eben von den ganzen anderen EDF-Spielen kennt. Was soll ich sagen? Ich finde gerade diesen Voxel-Look unglaublich charmant und passend zum Spiel. Und ja, man bekommt hier wirklich ein richtiges EDF. Ja, die Klischeefiguren sind zwar erstmal komisch, aber was an EDF ist eigentlich nicht komisch. In dem Sinne passt das ganz gut. Auf der Switch gibt es auch einen Multiplayer-Modus, entweder online oder über lokales LAN. Einen Splitscreen-Modus gibt es nicht, den hat man nur auf der PlayStation 4-Version des Spiels, zusätzlich zum Online-Koop-Modus. Optisch muss man dafür auf der Switch Abstriche machen. Ganz klar sehen hier die PC- und die PlayStation 4-Version besser aus. Eine Xbox-Version gibt es leider nicht. Der Voxel-Look und auch der kleine Bildschirm im Handheld-Modus kaschiert aber einiges und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich erstaunlich, wie flüssig das Spiel meistens läuft. Hin und wieder gab es zwar ein paar Problemchen mit der KI, wenn die mit der Level-Architektur nicht zurechtkam und dann in irgendeiner Ecke stecken blieb. Aber letztendlich kann ich nur sagen, einmal EDF, immer EDF. Und auf diese Weltreise lasse ich mich hier gerne ein. Ich finde es echt richtig klasse. Was soll ich sagen? Ich liebe die EDF-Spiele und ich finde es toll mit dieser Voxel-Optik. Das passt wie die Faust aufs Auge. Der Humor wird immer noch super transportiert. Es gibt diese unglaublich klischeebehafteten, stereotypischen Charaktere hier wie den Mexikaner, den Engländer, den Ami und alle Nationen werden da irgendwie so ein bisschen auf die Schippe genommen und das finde ich auch echt voll in Ordnung. Und wer jetzt denkt so, ja, das ist so ein kleines, kurzes Spiel. Nee, das sind echt unglaublich viele Missionen. Da habt ihr ganz schön viel mit zu tun. Kostet auch Vollpreis, muss man sagen. Kann ich verstehen, wenn der eine oder andere sich denkt so, dafür gebe ich nicht die Kohle aus. Ja, kann ich auch verstehen. Ich finde das klasse, weil man bekommt viel Spiel dafür. Was ich natürlich schade finde, ist, dass es bei der Switch-Version keinen Splitscreen-Modus gibt. Aber das wäre einfach echt zu viel für die Konsole gewesen. Wie gesagt, ich bin eh schon überrascht, dass das Ganze so gut läuft auf dem kleinen Ding. Und es gibt ja diesen lokalen WLAN-Modus, wo man dann eben, wenn Leute bei einem sind, dann über diesen Modus dann im Koop zocken kann. Und Online-Multiplayer gibt es auch. Der hat auch gut funktioniert, zumindest als ich gespielt habe. Ich sag zugreifen. Wenn man EDF-Fan ist, kommt man darum einfach nicht drum herum, weil es meines Erachtens halt auch wirklich mal optisch was anderes ist und deswegen auch so ein bisschen hervorsticht. Bin gespannt, ob sie da vielleicht dann auch mal eine Fortsetzung noch machen zu dem oder ob sie auch so sagen, so, nee, lass mal ein Spin-off in dem Stil reicht und beim nächsten Mal machen wir wieder was anderes. So, kommen wir jetzt zu unserem First Look und zwar zu einer Serie, die es auch schon seit längerem gibt im Videospielbereich, die Sherlock Holmes-Spiele aus dem Hause Frogwares. Und ich mag die eigentlich ganz gerne. Die sind immer so ein bisschen ein komisches Ding, weil sie sind durchaus gut, aber nie so richtig, richtig gut. Und das ist immer so ein bisschen schade, weil sie probieren es immer mal mit kleineren Elementen, die man so vorher in dem Vorgänger nicht hatte. Manchmal besser, manchmal funktioniert es weniger gut. Und jetzt haben sie etwas gefunden, auf das jeder so ein bisschen geil ist oder viele Leute zumindest geil drauf sind. Open World. Das Ganze heißt Sherlock Holmes Chapter One und wie der Titel suggeriert, ist das quasi so eine Art Anfangsgeschichte, spielt in einer offenen Welt und mein lieber Kollege, der Herr Pirmin, hat sich das in seinem First Look mal etwas genauer angesehen. Größer, höher, weiter.
Ganz egal, um was es genau geht, wenn es gilt, etwas Neues zu erschaffen, lautet meistens die Devise, das Bestehende zu übertreffen. So auch beim kommenden Spiel von Frogwares Sherlock Holmes Chapter 1. Das soll laut eigenen Aussagen das größte, schönste und längste Rätselabenteuer der Reihe werden und zeitgleich mit einer ansprechenden Open World locken. Bis zu 50 Stunden Gameplay, wenn ihr alles erkunden möchtet, viele Entscheidungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Folgen und die größte Spielwelt sollen euch erwarten. Ah, Mr. Holmes, yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for two people. Would you like a second key? Mit Sherlock Holmes Chapter 1 schickt Frogwares seine mittlerweile 9. Ableger ins Rennen. Die Spiele basieren dabei seit 2002 auf den originalen Romanen von Arthur Conan Doyle, erzählen aber immer eigene Geschichten. So auch dieses Mal in Sherlock Holmes Chapter 1. Wir durften eine kleine Preview spielen und verraten euch, ob sich das Ganze Stand jetzt wirklich so groß und neu anfühlt, wie von Frogwares vollmundig versprochen. The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. Sherlock Holmes Chapter 1 ist auch dieses Mal wieder, wer hätte das anders gedacht, ein klassisches storybasiertes Rätselspiel. Nach Devil's Daughter schlüpft ihr erneut in die Rolle des Meisterdetektivs, werdet allerdings in seine frühen 20er Jahre verfrachtet. Mitten in der rebellischen Phase wird die Superspionage mit seinem treuen Freund und Begleiter John auf die mediterrane Insel Cordona geschickt und fortan mit dem frühen Tod seiner Mutter konfrontiert. Auf mehr Story wollen wir hier auch gar nicht eingehen, denn das Spiel lebt zum großen Teil von seiner Geschichte. Die solltet ihr also wirklich lieber selber erleben. Doch was wäre Sherlock Holmes ohne seine Rätsel? Wohl irgendetwas zwischen einem Bauerntheater im späten 19. Jahrhundert und einem modernen Thriller. Deswegen ist es auch dieses Mal wieder unsere Aufgabe als Meisterdetektiv, verschiedene Fälle zu lösen und für Recht und Ordnung zu sorgen. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror and I stood to defend her attacking that cursed ghost. Der Titel greift dafür auf schon bekannte Mechaniken zurück, lässt andere wieder weg und ergänzt diese dann mit neuen Ideen. Veteranen der Reihe werden hier der Gedankenpalast zum Lösen von Fällen, die Erstellung von Charakterprofilen und das Sammeln und Kombinieren von einzelnen Hinweisen bekannt vorkommen. Vor Quicktime-Events blieben wir bis jetzt zum Glück verschont. Neu hingegen ist zum Beispiel die Möglichkeit, sich auf einzelne Beweise zu konzentrieren und diesen dann gezielt nachzugehen. Wenn wir uns also darauf konzentrieren, einen noblen Navy-Officer zu finden, halten wir genau nach solchen Details Ausschau, während wir andere hingegen komplett ausblenden. Diese Mechanik fügt sich bis jetzt nahtlos in das bestehende Spielgefühl ein, so als ob es schon immer da gewesen wäre. Einen interessanten Ansatz verspricht auch die neue Verkleidungsmechanik. Um zum Beispiel an bestimmte Informationen zu kommen, muss sich Holmes den Begebenheiten anpassen. Einmal mussten wir ein Phantombild eines Diebes anfertigen, doch leider war die Zeugin so furchtbar schlecht im Beschreiben des Täters, dass wir uns kurzerhand mit den spärlich gegebenen Infos selbst wieder Dieb verkleiden, um voranzukommen. Dass solche Mechaniken gut funktionieren, hat nicht zuletzt Hitman 3 eindrucksvoll bewiesen. Einen ersten Einblick haben wir auch in die offene Spielwelt bekommen. Laut Frogwares wollte man hier das größte Abenteuer der Reihe erschaffen und auf den Erfahrungen aus The Sinking City aufbauen. Dieser Open-World-Ansatz soll dabei das Gameplay mit einer neuen Ebene bereichern und das ist grundsätzlich auch gut gelungen. Sich in großen Bereichen zurechtzufinden, herauszufinden, wo der nächste Hinweis versteckt ist oder wo man ein bestimmtes Modegeschäft findet, lässt das Rätselabenteuer deutlich immersiver wirken. Hierbei bleibt man zum Glück seinem eigenen Ansatz treu, dem Spieler absolut nichts zu verraten, wo er etwas findet. Auf der anderen Seite müssen wir allerdings erwähnen, dass der Titel mit seiner offenen Spielwelt bis jetzt recht wenig anzufangen weiß. Oft wird von uns erwartet, genau diese eine Sache zu finden oder auszuführen. Das ist in Storyabschnitten definitiv sinnvoll, um die Geschichte weiter voranzutreiben. Aber innerhalb eines großen Rätsels behindert es doch ein wenig die Möglichkeit, seinen eigenen Lösungsweg zu bestreiten. Allerdings muss man auch hier wieder hervorheben, dass wir noch längst nicht alles sehen konnten und noch einige Features hinzukommen werden, gerade auch in der Open World. At least until she fainted.
Simple deduction. Your cane told me everything. I was after a British noble who takes boxing lessons but suffers from some liver issues. Sherlock Holmes Chapter 1 könnte wohl der beste Ableger der Reihe werden. Das Spiel lockt bis jetzt mit einer interessanten Story, die schön in Szene gesetzt wird. Zusätzlich greift Frogwares auf schon bekannte Mechaniken, wie den Gedankenpalast zurück, erweitert sie mit sinnvollen neuen Ideen, wie zum Beispiel die Verkleidungen, und lässt eher lästigere Bestandteile, wie frühere Quicktime-Events, bis jetzt zum Glück weg. Ein paar Mechaniken, zum Beispiel alles, was in Richtung Kampf geht, konnten wir bis jetzt aber leider noch nicht testen. Die Open World und einzelne Schauplätze hingegen sind durchaus ansprechend und mit vielen Details gestaltet, wirken bisweilen allerdings ein wenig leer. Hier dürfen die Entwickler dem Titel gerne noch etwas mehr Leben einhauchen. Wenn man den Titel jedoch am Ende nimmt, wie gedacht, und zwar als klassisches Rätselspiel, kein Open-World-Blockbuster à la Assassin's Creed, wird man seinen Spaß haben. Das Potenzial dafür ist zumindest jetzt schon definitiv gegeben. Thank you very much. Ja, ich muss tatsächlich sagen, da habe ich den Pirmin ein bisschen beneidet. Wie gesagt, ich mag die Spiele. Was ich immer noch so ein bisschen schade finde, dass The Sinking City nicht so geil war von Frogwares. Da habe ich mir einfach ein bisschen mehr erwartet. Da habe ich echt gedacht, das wird das Spiel sein, das denen zum Durchbruch verhilft, dass die mal so ein bisschen aus ihrer oberen Schicht der Mittelmäßigkeit herauskommen und dann eben in den Olymp der besseren Entwickler aufsteigen. Aber vielleicht klappt es ja jetzt dann mit dem neuen Sherlock Holmes Spiel. Sie müssen aber irgendwie noch schaffen, die Open World besser einzusetzen. So, jetzt kommen wir zur Rubrik Weird, aber geil. Und zwar gleich mit zwei Spielen. Ein Spiel, das sich an den 90er Jahren Ego-Shootern Hexen und Heretic orientiert. Und dann noch ein Spiel, das ja so ein bisschen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, ist. Ja, seht einfach selbst. Graven und Stonefly hier bei Weird, aber geil. Fragezeichen. Zurzeit läuft das zweite Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres in Paris, die French Open. Da dachte ich mir, dass es doch absolut klasse wäre, mal wieder etwas mit thematischem Bezug dazu zu machen. Und zum Glück gibt es ja den neuen Tennis-Manager 2021, der gerade in der Early-Access-Phase steckt. Doch nach einer Stunde wurde mir klar, nee, das ist nichts für mich. Die Präsentation ist arg dröge und ohne ein gutes Tutorial ist es schwer, hier einen Durchblick zu bekommen. Deswegen muss ein Alternativprogramm her. Das habe ich mit gleich zwei Spielen gefunden. Da ist zum einen Graven, ein Spiel, das auf den ersten Blick an Titel wie Heretic und Hexen erinnert. Zum anderen konnte ich mit Stonefly einen optisch als auch spielerisch ziemlich außergewöhnlichen Titel anspielen. Doch können diese beiden Spiele wirklich meine Sucht nach Unterhaltung befriedigen? Graven fängt sehr vielversprechend an. Ich werde in eine dunkle, mystische Welt geworfen, die vom Look und technischen Stil an alte Ego-Shooter der 90er Jahre angelehnt ist. So ein bisschen Nostalgie schadet eben nie. Und tatsächlich überrascht mich Graven auch ein zweites Mal, als ich feststelle, dass es sich hierbei nicht einfach nur um einen Ego-Shooter handelt, bei dem man von einer Arena zur nächsten rennt. Das Ganze wirkt vielmehr wie ein Abenteuer mit Rollenspielelementen. Ich zerstöre Kisten und Fässer, um Lebensenergie, Mana und auch Geld zu finden. Und mit ein paar Figuren im Spiel kann ich auch reden. So bekomme ich einen Auftrag, Leichenberge zu entfernen, die das Abwassersystem blockieren. Dort lauern natürlich auch ein paar Untote auf mich. Nur ausgerüstet mit einem Stab prügel ich auf die Feinde ein. Zwar habe ich auch ein Zauberbuch und kann einen Feuerspruch wirken, doch ist das Mana sehr schnell leer und der Stab erweist sich als effektiver. Habe ich meine Aufgabe erledigt, bekomme ich Zugang zum Dorf, wo dann wieder um meine Hilfe gebeten wird. Mit dem gesammelten Geld kaufe ich mir aber erstmal eine kleine Armbrust, die sich ganz schick an meinem Handgelenk macht. Und es kommen auch ein paar neue Gegnertypen hinzu. Wichtig ist hier, mit seinen Rohstoffen zu haushalten. Man steckt nicht viele Treffer ein und Pfeile sind auch sehr schnell weg. Daraus resultiert ein durchaus fordernder Schwierigkeitsgrad. Aber ich merke auch, die Kämpfe an sich sind nicht sonderlich spaßig. Die einfachen Zombies springen auf einen zu und dann läuft man halt im Kreis um sie herum und haut so lange drauf, bis sie umfallen. Auch andere Gegner verhalten sich nicht unbedingt klüger, sondern bestechen halt dadurch, dass sie ziemlich viel Schaden machen, wenn man getroffen wird. So verlieren die Kämpfe nach und nach an Spannung und werden mehr zur Pflichtaufgabe. Musik
Noch viel abgefahrener und geradezu ein klein bisschen weird ist Stonefly. Hier leben wir in einer Miniaturwelt und bewegen uns durch das Dickicht der Natur in einem kleinen Roboter, der viel durch die Luft gleitet, und treffen dabei auf Insekten, die unser Vorhaben nicht ganz so gut finden. Doch wir können die Gegner nicht einfach vermöbeln. Wir müssen sie aus der Luft angreifen, bis sie für einen kurzen Moment K.O. sind und dann mit einem Luftstoß in den Abgrund befördern. Was uns aber auch nach hinten katapultiert. So haben die Kämpfe durchaus eine gewisse Taktik, fühlen sich für mich aber dennoch, ja, sehr komisch an. Ich hatte nie so richtig das Gefühl, Herr der Lage zu sein und empfinde diese Art der Gegnerbeseitigung als sehr indirekt. Auf unser anfängliches Gefährt müssen wir aber schnell verzichten, als wir feststellen, dass es gestohlen wurde. Erst sind wir auf einer Heuschrecke unterwegs, bevor wir dann unseren eigenen kleinen spinnenartigen Mech-Suit haben. Mit Rohstoffen, die wir immer finden, können wir unser Vehikel verbessern und neue Funktionen hinzufügen. Das ist auf jeden Fall nett gemacht und verleiht dem Spiel etwas mehr Tiefe. Passend zum recht außergewöhnlichen Spielgefühl und Kampf gibt's auch Grafik, die definitiv etwas anders ist. Der gezeichnete Stil hat schon etwas Traumhaftes, wodurch die Welt relativ unwirklich wirkt. Auf jeden Fall hebt sich Stonefly mit diesem Look ganz klar von der Masse ab. So richtig, richtig happy bin ich leider weder mit Graven noch mit Stonefly. Ich finde die Atmosphäre und Welt von Graven wirklich toll. Auch begrüße ich es, dass das Spiel nicht nur stumpf auf Action setzt, sondern zur Erkundung und auch diversen Rätseln einlädt. Aber der Kampf ist recht schnell so langweilig und eintönig, dass ich nur hoffen kann, dass die Entwickler hieran noch arbeiten. Stonefly wiederum ist so ein Spiel, das mir auf dem Papier absolut gefallen müsste. Das außergewöhnliche Szenario würde mich ungemein reizen, aber wie man sich im Spiel bewegt und kämpft, will mir einfach nicht so richtig gefallen. Das ist eigentlich nicht schlecht gemacht, nur ich komme damit einfach irgendwie nicht so richtig damit zurecht, Gegner über mehrere Schritte mühsam von einer Plattform stoßen zu müssen. Graven befindet sich auf dem PC gerade in der Early Access Phase und wird dieses Jahr noch für PS4, PS5, Xbox One, Series X und S und die Switch erscheinen. Stonefly gibt es seit dem 1. Juni für alle aktuellen Plattformen. Das war's schon wieder von meiner kleinen Sendung namens Inside Coin. Ich wünsche euch noch ein wunderbares Wochenende. Falls ihr auch den Brückentag genutzt habt, um frei zu machen, würde ich mich dennoch freuen, wenn ihr mir einen netten Kommentar hinterlasst. Auch wenn ihr jetzt vielleicht kurz irgendwo im Urlaub seid. Kann ja sein, ne? Kann ja sein, dass man gerade so ein bisschen unterwegs ist. Und falls ihr im Urlaub seid, wünsche ich euch natürlich am Sonntag eine gute Rückreise. Da wird sicherlich viel Verkehr auf den Straßen sein. Egal, wir sehen uns dann nächste Woche wieder bei Inside Coin. Macht's jetzt gut. Tschüss und adieu.